Wir erreichen jetzt die Binhex-Forschungseinrichtung Riftstation. Eigentlich, okay. Dann wird es wohl gleich passieren. Wegtreten. Moment mal, können wir... Na also. Tut mir leid, wir konnten nicht sicher sein, was in der Bahn ist. Wie mir scheint, sind Sie den Dingern schon begegnet. Begegnet, bekämpft und zugesehen, wie sie Männer zerfetzt haben. Wir sind hier alle auf Stims. Hören Sie, Sie sind ein Mensch und das ist Grund genug, nicht auf Sie zu schießen. Aber ich würde gern wissen, wer Sie sind. Nennen Sie mich Shepard. Ich wurde geschickt, um eine Asari-Matriarchin zu finden. Venesia? Ja, sie kam hier durch. Letzte Woche haben die Aliens das Sicherheitslabor überrannt. Nur Han-O-Lar konnte entkommen und seitdem tickt er nicht mehr ganz richtig. Wir konnten gar nicht so schnell gucken, wie diese Bastarde sich in meine Kommandoposten verbissen hatten. Und da waren wir noch gut besetzt. Ich habe Feuer und Stahl zu bieten. Wenn die mit Klauen und Zähnen kämpfen wollen, dann ist das ihr Todesurteil. Sie haben meine vollste Unterstützung. Der Aufsichtsrat schickte eine Asari, um hier aufzuräumen. Sie ist gestern ins Sicherheitslabor gegangen und seitdem haben wir nichts mehr von ihr gehört. Venesia, ist sie noch dort? Keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, was eine Einzelne ausrichten könnte. Bei den Zügen gibt es einen Notaufzug. Mit dieser Karte können Sie ihn aktivieren. Er wird Sie runter ins Sicherheitslabor bringen. Wenn Sie erste Hilfe brauchen, gehen Sie zu Dr. Cohn unten in der Krankenstation. Ich habe noch zu tun. Ja, ich höre die... Verdammt, alle Mann ausschwärmen! Achtung! Los, los, los! Los, los, los! Sind Sie hier, um die Situation zu sichern? Ja. Wenn Sie mit sichern meinen, erschießt jedes Monster, das ihr seht, dann ja. Ich bin mir sicher, dass Sie erregt sind. Aber was hier passiert ist, ist allein unsere Schuld. Verstanden? Ich weiß, dass wir bald tot sein werden, also beeilen Sie sich. Binhex hat ein Ei gefunden. Es war auf einem verlassenen Schiff, das tausende von Jahren durch den Raum getrieben war. Binhex wollte Rachni klonen. Wollten sie Massen produzieren, eine Armee erschaffen. Aber als sie hier ankamen, bemerkten sie, dass es kein gewöhnliches Rachni-Ei war. Es war eine Königin. Nachdem sie Eier gelegt hatte, brachten sie sie zur Riftstation. Sie glaubten, sie könnten die Babys ohne sie aufziehen, damit sie gefügiger wären. Die Rachni sind eine intelligente Spezies. Sie waren Raumfahrer, keine Tiere. Nein, sie sind gefährlicher. Wollen Sie mir sagen, ich soll diese Viecher nicht töten? Ich wollte Ihnen gerade das Gegenteil empfehlen. Diese Rachni können nicht mehr gerettet werden. Es ist zwar traurig, aber ihnen muss Sterbehilfe gewährt werden. Ich glaube, die Neutronenreinigung sollte aktiviert werden. Was für eine riesige Anlage ist das hier eigentlich? Sieht aus wie eine Megafabrik von irgendwas. Ah, es sieht voll heftig aus, aber es ist... Man läuft dran vorbei und denkt sich nichts, aber eigentlich... 9. Code Omega. Lokale Ausführung. Bestätigt. Code Omega wird in 120 Sekunden ausgeführt. Okay, cool. Erledigt. Und jetzt? Die haben sich ja alle zurückgezogen. Tut mir leid, Shepard. Wir haben Anweisungen von Venesia. Feuer! Oho! Ihr kleinen Ratten. Das hört man ungern. Schade, aber auch.
Du hättest kein Verräter gegenüber den Menschen sein sollen. Aber du bist es. Ich hab's noch nie erlebt. Krass. Normalerweise mach ich's auf eine andere Art. Ich mach's erst, nachdem ich hier aufgeräumt habe. Gleich geht's los hier mit dem Spaß. Sie wissen nicht, wie es ist, eine Mutter zu sein. Leben zu erzeugen bedeutet Macht. Ein Leben zu formen, ihm Zufriedenheit oder Verzweiflung zu verleihen. Ihre Kinder sollten die unseren sein. Aufgezogen, um Sarens Feinde aufzuspüren und zu töten. Haben Sie schon mal eine Asari-Kommandoeinheit gesehen? Wenige Menschen können das behaupten. Diese Gestalt, echt. Mit einem Loch im Schädel werden Sie sicher weniger selbstgefällig aussehen. Oh ja. Ihre Gelassenheit kann Ihre Angst nicht verändern. The feminism. It's trying to shoot you in the head. In the head. Es ist noch nicht vorbei. Saren kann nicht aufgehalten werden. Mein Verstand ist voll von seinem Licht. Alles ist so klar. Ey, wie das da unten fast aussieht wie so ein Bart. Das ist so hässlich teilweise, was die hier machen. Vom Design her. Ich hätte mehr von Asari-Truppen erwartet. Ich werde ihn nicht verraten. Sie werden... Sie... Hören Sie zu. Saren ist noch in meinem Kopf und flüstert mir Dinge zu. Ich kann seine Beeinflussung bekämpfen, kurzzeitig. Aber die Indoktrination ist so stark. Die Indoktrination der Reaper. Sie entschieden sich für Sarens Seite. Sie haben nur mehr bekommen, als sie abgesehen hatten. Es ist schrecklich, in seinem eigenen Verstand eingesperrt zu sein. Von innen an das Glas zu hämmern, während die eigenen Hände quälen und töten. Ich war machtlos. Nichts als ein Instrument in Sarens Händen. Er schickte mich hierher, um herauszufinden, wo das Mu-Massenportal ist. Sein Standort galt tausende von Jahren als verschollen. Okay, das ist tatsächlich interessant. Wie kann etwas so Großes verloren gehen? Vor 4000 Jahren wurde ein naher Stern zur Supernova. Die Druckwelle schleuderte das Portal aus seinem System, beschädigte es aber nicht. Es ist unmöglich, seine genauen Vektoren und seine Geschwindigkeit zu ermitteln. Während die Jahrtausende ins Land gingen, verhüllte es der Nebel, den die Nova erzeugt hatte. Es ist schwierig, ein kaltes Objekt im interstellaren Raum zu finden, besonders eines, das von heißem Staub und Radioaktivität umhüllt ist. Sagen Sie mir endlich, wo das Mu-Portal ist, bevor mir der Geduldsfaden reißt. Selbstverständlich, Commander. Ich habe die Daten auf eine OSD geschrieben. Nehmen Sie sie. Bitte. Es reicht nicht nur, den Standort des Portals zu kennen. Wir müssen wissen, wie es von dort aus weitergeht. Saren wollte mir sein Ziel nicht mitteilen. Aber Sie müssen es schnell herausfinden. Ich habe ihm die Koordinaten übermittelt, bevor Sie eintrafen. Sie müssen... mich aufhalten. Ich kann nicht. Seine Zähne sind ganz nah an meinem Ohr. Seine Finger streichen über meinen Rücken. Sie sollten... Oh, sie sollten... Stirb. Ah. Bock zu fliegen? Ah, diese Kreaturen. Ich hasse die wie die Pest. Scheiß Asari, echt. Es gibt kein nervigeres Volk hier. Absolute Nervensägen. I'm gonna shoot you in the head. Ich bin am Ende. Sie müssen ihn aufhalten, Shepard. Erst wenden Sie sich gegen den Rat, jetzt gegen Saren.
Sie sind nichts und niemandem gegenüber loyal, was? So wird sich die Geschichte wohl an mich erinnern. Keine Ehre unter Dieben. Kein Licht? Es hieß doch immer, man würde ein helles... Oh. The Demons. Hey, wir haben noch eine coolere Pistole. Die hier dient als unsere Stimme. Wir können nicht singen. Nicht in dieser Enge. Eure Musik ist farblos. Falsche Aussage. Mit wem spreche ich hier? Wir sind die Mutter. Wir singen für jene, die zurückblieben. Die Kinder, die ihr für verstummt hieltet. Wir sind Rachni. Ich bin nicht hergekommen, um mit Ungeziefer zu quatschen. Du bist nicht im Einklang mit jenen, die uns zu kontrollieren hofften. Was wirst du singen? Lassen sie mich frei? Werden wir ein weiteres Mal verklingen? An dem Ding sind Säuretanks festgemacht. Jagen Sie sie hoch! Millionen meiner Vorfahren sind gestorben, um diese Viecher auszurotten. Ja. Lassen Sie nicht zu, dass sie zurückkommen! Commander, in der Galaxis gibt es ein paar uralte Feindseligkeiten, aus denen die Menschen sich raushalten sollten. Wenn wir sie töten, töten wir die gesamte Rasse. Ihre Gefährten hören die Wahrheit. Du hast die Macht, uns zu befreien. Oder unser Volk dieser Gesichtsausdruck. Stille der Erinnerungen zu übergeben. Ich meine, wenn man hier das Spiel richtig spielen will, dann muss man sich für eine Seite entscheiden. Abtrünnig oder vorbildlich. Ich meine, wo ist die Option zu sagen, die kann ja einfach bleiben, so mir egal. Verrotte einfach da drin, das ist nicht mein Problem. Sie werden hier sterben. Machen Sie Ihren Frieden mit der Galaxis. Die Rachni sind eine tote Rasse. Commander, Genozid geht weit über unseren Auftrag hinaus. Unser Auftrag lautet, zu tun, was nötig ist. Wenn Sie nicht den Mumm dazu haben, dann hauen Sie ab. Ist unsere Art so furchterregend? Ihr würdet unser ewiges Schweigen vorziehen, wenn ihr unsere Lieder nicht dämpfen könnt. Wenn ihr uns nicht als eure gehorsamen Klauen haben könnt. Oh shit, naja, was soll man sagen, so, gibt leider keine ernsthafte Alternative, wenn man den artrinnigen Weg nehmen will. Dieses Mal bleibst du tot. Wir werden die große Stille nicht umfangen. Weg mit dir. Oha! Fast 40.000. Ja, es geht nur ums Geld. Naja. Aber ist ja so klar, ich meine. Manche Ideen, die auf dem abtrünnigen Weg sind, sind wirklich gut.
Aber sind für die Macher dieses Spiels genauso verwerflich wie, andererseits, ich frag mich, Leute, so, ihr wollt dafür sorgen, dass man Mitgefühl mit allem hat, oder? Ihr wollt sogar dafür sorgen, dass man Mitgefühl mit irgendwelchen Alien-Insekten hat. Es ist nicht unser Problem. Hauen wir bloß ab von hier. Wie geht es jetzt weiter, Commander? Fliegen wir zum Mu-Portal? Sinnlos. Das Mu-Portal ist mit Dutzenden Systemen verbunden. Solange wir nicht genau wissen, wo Saren ist, verschwenden wir nur Zeit. Der Commander hat recht. Wir können nicht einfach blind loslegen. Wir brauchen noch weitere Informationen. Was ist mit Liara Zoni, die Tochter der Matriarchin? Ist sie nicht so eine Art Expertin auf dem Fachgebiet der Proteaner? Stimmt schon. Ihre Mutter hat für Saren gearbeitet. Und sie wahrscheinlich auch. Benesia hat uns am Ende geholfen. Vielleicht kann uns Liara auch helfen. Zumindest sollten wir versuchen, sie im Artemis-Tau-Cluster zu finden. Seit wann haben Sie hier etwas zu sagen? Hat unser Commander das Kommando abgegeben, als ich nicht aufgepasst habe? Einmal nur kurz. Also ich meine, man muss sagen, so, Tali ist sicherlich mit der beste weibliche Charakter hier. Also am weiblichsten einfach von der Art her. Aber ich habe hier das. Ich gebe hier die Befehle. Ich entscheide, wohin es als nächstes geht. Ist das klar? Natürlich, Shepard. Ich wollte nur helfen. Wir sind hier fertig. Für den Augenblick alle wegtreten. Der Bericht über Noveria ist rausgegangen, Commander. Soll ich Sie zum Rat durchstellen? Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Oh, jetzt geht's Commander, los. Commander, bitte kappen Sie nicht wieder die Verbindung wie beim letzten Mal. Ich kann nichts Komisches daran finden. Okay. Sparen Sie sich die Lektionen. Ich will hier nur meinen Bericht verifizieren. Können wir davon ausgehen, dass Ihr Bericht präzise ist, Commander? Sie haben Rachni auf Noveria vorgefunden? Vorgefunden und ausgelöscht. Haben Sie eine Vorliebe für Völkermord, Shepard? Junge, du bist doch Turianer, eigentlich müsstest du es doch gutheißen, wenn man ein bisschen martialisch unterwegs ist. Das hängt immer vom jeweiligen Volk ab, Turianer. Commander, Sie sprechen mit einem Mitglied des Rates. Zeigen Sie also gebührenden Respekt. Ich habe eine Mission zu erfüllen. Die Mission hat natürlich immer Vorrang. Aber seien Sie sich gewahr, dass Ihre Aktionen weitreichende Konsequenzen haben können. Wir warten dann auf Ihren nächsten Bericht, Commander. Genauso meckern die dann rum, wenn man die am Leben lässt. Also, man kann nur verlieren, egal was man macht. Naja. Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut, Leute.